Ja, und damit herzlich willkommen zurück zum Eddie Mafia war am Telefon stinksauer. Und wie? Ich bin gerade auch stinksauer. Wenn diese Arschlöcher nicht genug Geld haben, prügel ich ihnen Scheiße im Wert von $2000 aus dem Arsch. Ich bin dabei. Aber warum arbeitet Steve für Eddie? Er arbeitet für Derek und Derek ist einer von Vincis Bossen. Woher soll ich das wissen? Aber hey, du nimmst trotzdem weiter Jobs von Derek an, oder? Obwohl du für Eddie arbeitest. Wir tun doch alle, was wir tun müssen. Ja, und damit herzlich willkommen nochmal zurück zu Mafia 2. Ja, weshalb ich gerade an einer anderen Telefonzelle stand, ist ganz einfach, erkläre ich mal ganz kurz. Und zwar war das so, nachdem ich die Aufnahme beendet hatte, war aber leider kein Speicherpunkt mehr. Das heißt, ich musste gerade in Off-Aufnahme, musste ich quasi gerade nochmal die Verfolgungsjagd machen gegen diese Banditen. Aber es bleibt quasi im Endeffekt gleich. Also man kommt, man holt die nicht ein. Das ist, und ich habe mir halt jetzt so eine andere Telefonzelle gesucht. Und jetzt geht's auch wieder weiter. Ja, die 5 Folgen, die sind jetzt auch im Kasten. Die muss ich jetzt noch hochladen. Jetzt bin ich wieder weiter vor am Produzieren. Ja, es läuft auf jeden Fall. Für euch. Da bekommt ihr die Tage auf jeden Fall einige Folgen. Kann man machen. Ja, falls ihr, also ihr seht ja erst ganz viel weiter diese Folge. Das heißt, ich muss normalerweise so reden, dass ihr quasi in der Zukunft quasi muss ich reden. Weil das ist ja alles vorproduziert. Dürft ihr halt nicht vergessen. So, hier hatte ich glaube ich die Aufnahme beendet zuletzt. So. Aber ich mache das diesmal cleverer. Ich fahre hier rein mit dem Wagen. Hey Steve. Hey. Hey Jungs. Marty, was machst du denn hier? Hey Joe, ich bin diesmal mit dabei. Steve braucht Unterstützung und nimmt mich mit. Steve, ist das nicht... Da lernt der Junge mal was. Was wollen wir hier, Steve? Die Typen hängen doch immer in der Gießerei rum. Hier treffen sie sich immer, also fangen wir hier an. Dann fahren wir rüber zur Gießerei und bringen den Job zu Ende. Und wieso hilfst du uns bei dieser Sache? Die Saukerle haben die Karre von meinem Cousin geschrottet. Haben ihn ausgeraubt und ihm 3 Zähne ausgeschlagen. Diese Arschlöcher machen überall in der Stadt Ärger. Letzte Woche halt haben sie... Halt die Fresse. Jetzt rede ich. Schon in der Bibel steht, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und deshalb werden wir mit der Bude anfangen. Was hast du vor? Erstmal aus der Hütte Kleinholz machen. Ach, und wie? Na damit. An die Arbeit. Es geht los, Jungs. Macht mit, oder steht uns wenigstens nicht im Weg rum. Den Wichsern reißen wir den Arsch auf. Was für eine Scheiße geht denn hier ab? Das macht Spaß! Okay, das reicht. Zeit für ein kleines Geschenk. Vito, Marty, ich hab Molotov-Cocktails im Kofferraum. Hol sie und schmeiß sie rein. Mit Vergnügen, Steve. Okay, und jetzt auf zur Gießerei. Steigt ein, Jungs. Wir treffen euch 2 am Haupttor. Bis gleich. Das da Feu Feu. Scheiße. Schön.
Schön, jetzt hänge ich schade noch nicht. Boah, da muss mir noch einer in den Motorblock reinballern, ey, und die Karre ist Schrott. Wahrscheinlich fliegt die mir auch noch um die Ohren. Hey, was habt ihr hier zu tun? Wir sind der scheiße Spur gefolgt. Nächster. Ha, sehr gut. Euch mache ich kalt. Joe, pass auf! Danke, Kleiner. Scheiße, die haben Kanonen. Macht sie fertig. Ja, nee. Ich schleich mich ran. Oh, fuck! Der Wichser hat mich getroffen. Und los, so ich gebe euch Deckung. Jungs. Legt ihn um. Auf sie mit Gebrüll! Du kriegst mich nicht! Alles klar? Nicht so schlimm, nur ein Streich. Achso, das ist einer von uns. Was schon? Wir gehen um! Na! Du bist tot, Mistkerl! Geht's? Sag was! Ja, ist nicht wild. Oh, shit! Du bist tot! Was ist los? Sag was! Käse. Lass mir doch was übrig, Arschloch. Ich euch, ihr Mistkerle. Ich mag die Waffe. Bang. Dort. Los, los, ich geb dir Feuerschutz. Schleich dich von hinten an. Macht ihn alle! Boah! Schreib eine Karte aus dem Jenseits! Jetzt hab ich dich! Los, los, los! Ich geb dir Deckung! Warum detoniert der nicht? Kann mir mal jemand helfen? Ja, wir müssen gleich mal zum Muni laden eventuell. Leise vorrücken. Ich krieg keine freie Schussbahn. Gib dir Deckung. Los! Du machst mir keine Angst. Oh, guter Schuss. In dem Rücken. Nur mal in das Fittchen rein.
Bleib gefälligst am Leben, bis der Kampf vorbei ist. Geht schon. Ich bin okay. Was zum Lutschen, Wichser! Ich könnte Hilfe gebrauchen! Liegen bleiben. Trottel. Ich muss nebenbei ein bisschen Muni einsammeln. Boah, der Mantel, der sieht so dreckig aus, ne? Sitzt in der Falle, greift den Bastard rein! Na. Lass mir noch was übrig, Arschloch! Leg ihn um! Leck mich, du Arsch! Das ist unser Mann, du Trottel. Er schießt einfach auf den Boss. Das hier ist schwer aus dem Ruder gelaufen. Das wird Eddie gar nicht gefallen. Eddie wird's verstehen. Was hätten wir tun sollen? Uns umlegen lassen? Diese verdammten Arschlöcher machen jetzt keine Schwierigkeiten mehr. Nie wieder. Und was jetzt, Steve? Jetzt? Jetzt fahre ich nach Hause, esse ein Steak, nehme eine Dusche und gieß mir einen hinter die Binde. Na dann, viel Spaß dabei. Joe und ich haben noch was vor. Wir sehen uns später. Scheiße, wo nehmen wir die zwei Riesen für Eddie her? Sag mal, wie viel könnte so eine Karre bringen? Mann, Vito, du bist ein Genie. Diese Babys sind nicht billig. Ich wette, für den hier rückt Derek mindestens einen Riesen raus. Okay, ich bring das Baby zu Derek. Wir treffen uns im Falcon. Klingt gut. Bis dann in der Bar. Also möchte mal sehen, was der für Dingens hatte. Boah, der hat schon Speed, ey. Lecco mio. Ich muss aufpassen auf die Polizei. Für normale Straßen ist der auf jeden Fall nicht gedacht. Das sind, glaube ich, Rennwagen in den 80ern gewesen. Oder in den 90ern. Ja, doch, das sind Rennwagen. Alles klar. Uns ist einer reingerasselt. Ich kassiere ihn. Roger. Thank you.
Das sollte helfen, die Sache zu vergessen. Danke für den Beitrag zu meiner Altersvorsorge. Kann ich jetzt bitte normal wegfahren? Danke. Der Kerl ist ausgerastet. Schaltet ihn aus. Alles klar. Na gut, das war jetzt ein Mord, ne? Das war dumm von mir. Aber die kriegt uns eh nicht, weil wir haben den Rennwagen. Jo, das hat ja gut geklappt. An der Stelle bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es gefällt euch noch bis hierhin. Ich sage nur, bis zur nächsten Folge.